sei ein Dreieck ABC mit Schwerpunkt G. Der Auftrag lautet: Beweise, dass Vektor GA plus Vektor GB plus Vektor GC den Nullvektor ergibt. Zuerst zeichnen wir diese Situation und schreiben die Hypothese auf. Wir haben das Dreieck ABC. A' ist die Mitte der Strecke BC, B' ist die Mitte der Strecke AC und C' ist die Mitte der Strecke AB. Der Schnittpunkt dieser drei Mittellinien AA', BB' und CC', das ist der Schwerpunkt G von diesem Dreieck. Und wir sollen beweisen, dass Vektor GA plus Vektor GB plus Vektor GC den Nullvektor ergibt. Um das zu beweisen, beginnen wir mit der Summe des Vektors GB und des Vektors GC. Also konstruieren wir zuerst dieses Parallelogramm BGCD und wir wissen, dass Vektor GB plus Vektor GC diesen Vektor GD ergibt. Das schreiben wir schon mal auf. Dieser Vektor GD ist genau das Doppelte vom Vektor GA', weil die Diagonalen eines Parallelogramms sich in ihrer Mitte schneiden. Also dieser Vektor GD, das ist genau zweimal Vektor GA'. Aber das Doppelte vom Vektor GA', das ist auch der Vektor AG, wegen dem Leersatz der Mittellinien, den wir im Tutorial D4020 bewiesen haben. Also zweimal GA', das ist der Vektor AG. Oder auch minus der Vektor GA, also so. Jetzt brauchen wir in dieser Gleichheit den Vektor minus GA nur noch links rüber zu setzen. Da wird er zu plus GA und rechts bleibt dann noch der Nullvektor übrig. Somit haben wir die These bewiesen und der Auftrag ist schon erledigt.